Ja, vielen Dank für die nette, freundliche Einladung. Entspannen Sie ein bisschen, lehnen Sie sich zurück. So, es ist so ein bisschen Plauderstunde jetzt, nichts Wissenschaftliches. Aber ich habe den Vortrag sehr, sehr dankend angenommen. Ich muss hier meine Interessenkonflikte erwähnen, weil die letztendlich auch damit zusammenhängen, was ich auch erzählen werde. Und vor allem die Firma Ovesco ist hier sicherlich zu nennen als ja, potenzieller Interessenskonflikt. Ich glaube, das Entscheidende ist, wenn man so mal zurückdenkt, eine Idee zu haben oder wann brauchen wir denn überhaupt Ideen für Innovationen? Und die entscheidende Motivation für mich, aber auch für viele andere, ist natürlich, ein Problem zu beheben oder eine Limitation zu beseitigen. Und es ist irgendwie ein kreativer Denkprozess, in dem übrigens jeder in der Endoskopie von der Assistenz bis zum Chefarzt, sage ich mal, auch in irgendeiner Art und Weise mit betroffen sind. Und ich habe hier mal vor ein paar Jahren so eine Mängelliste einfach mal notiert, weil ich muss Ihnen ganz sagen, ich ärgere mich eigentlich fast jeden Tag in der Endoskopie. Also nicht, weil ich irgendwie so eine negative Grundstimmung habe, sondern weil einfach viele Dinge da sind, die mich stören. Und das sind einfach so Dinge, wie jetzt hier mal stehen, was so Allgemeines ist. Gut, finanzielle Zwänge brauchen wir jetzt nicht drüber reden, zuständig Problematik. Aber dann sind auch so Dinge, die eher die Endoskopie im Speziellen mich betreffen und die mich stören. Und wo ich mir dann immer denke, warum müssen wir eigentlich uns mit diesen Insuffizienten zurechtfinden? Ne? Also jeder Handwerker oder viele Handwerker, die haben eigentlich für jede Arbeit, die sie machen, das ideale Tool, das perfekt funktioniert. Und wir in der Endoskopie, wir hinken da manchmal so ein bisschen hinterher. Wir helfen uns aus, aber wir haben manchmal einfach Probleme, die da sind. Und ich glaube, die kennt jeder und die muss man sich auch irgendwie eingestehen. Und ich habe hier mal einfach mal so eine Auswahl gemacht, das kann jetzt alles Mögliche sein, aber ich meine, es sind auch so Sachen, dass man zum Beispiel Läsionen einfach nicht wiederfindet. Oder was ich mir auch schon oft gedacht habe, jetzt so heute jetzt von Sigi Feis, diesen Polypen wird entfernt, das dauert irgendwie eine Minute und dann verbringt man eine Viertelstunde damit, den Polypen dann irgendwie zu bergen. Also das sind ja alles so Dinge, wo man sich denkt, das muss doch nicht sein. Und das macht mich sauer und das macht mich wütend und dann überlege ich mir dann, was man machen kann. Und da ist natürlich auch jeder so ein bisschen anders getrimmt. Ja, es gibt welche, die ignorieren das, dann gibt es welche, die sagen, wieso, da ist doch kein Mangel, das funktioniert durch wunderbar, dann dauert es halt 15 Minuten, so ein Polypen zu bergen, das ist doch okay. Dann gibt es andere, die sagen, naja gut, da wird schon irgendwann mal was kommen. Dann gibt es welche, die insistieren, die bohren, die wollen hier wirklich eine Lösung haben. Und dann gibt es vielleicht auch welche, die umsetzen. Und im Endeffekt geht es einfach darum, dass man jetzt sagen kann, naja gut, es ist halt so, ich stecke jetzt kollektiv den Kopf in den Sand und nimm das halt so hin oder ich werde aktiv. Und die Älteren unter Ihnen, die kennen vielleicht noch MacGyver, die Jüngeren kennen ihn nicht mehr, obwohl es gibt auch einen jungen MacGyver, habe ich jetzt auch festgestellt. MacGyver macht aus allem was funktioniert. Ja? Also der findet in irgendeiner Küche irgendwelche Pfannen oder Backpulver oder sonst irgendwas und macht einen Sprengstoff draus. Und MacGyver ist mein Held. Und wir brauchen, glaube ich, mehr MacGyvers in der Endoskopie. Ich bin kein MacGyver, aber sage ich mal so, im Endeffekt, ich glaube, es geht hauptsächlich darum, dass man eben nicht den Kopf in den Sand stecken sollte, sondern dass man vielleicht nach irgendeiner Lösung suchen sollte. Und das ist, glaube ich, auch wichtig in einem Fach wie die Endoskopie. Das ist ein sehr technisches Fach. Wir sind viel mehr an der Viszeralchirurgie dran, wie zum Beispiel jetzt an der Onkologie. Und wir arbeiten technisch, wir arbeiten handwerklich, also müssen wir auch nach Lösungen suchen. Und jetzt gibt es so unterschiedliche Konzepte, die ich Ihnen jetzt mal vorstellen möchte, die sich halt so ergeben haben. Also das erste Konzept war, mich haben irgendwie Assistenten gefragt, wenn ich jetzt so eine Bougierung mache, woher weiß ich denn jetzt, ob ich jetzt noch schieben soll oder nicht mehr schieben soll und was ist denn so das Ende und wo fange ich an und wo höre ich auf? Und welchen Ballon nehme ich denn? Und dann Ballon war immer so, der Ballon ist so teuer, ist nicht so richtig kontrollierbar. Bei der Bougierung müssen Sie sich auch überlegen, wir reden jetzt auch immer mehr über Green Endoscopy. Ja, wir sind ja die drittgrößten Müllproduzenten im Klinikbereich. Ich weiß nicht, ob das jedem bekannt und bewusst ist. Und wenn Sie so ein Einmal-Bougie haben, dann schmeißen Sie 250 Gramm Plastik in den Müll danach. Kann man sich auch mal überlegen, ob das sinnvoll ist. Und was so ein Ballon betrifft, ist sicherlich auch was zu überlegen ist. Dann haben Sie noch Röntgen und noch einen Draht. Und dann haben Sie manchmal ja auch eher solche Strukturen oder sowas bei einer eosinophilen Ösophagitis. Und da ist natürlich auch so die Frage, die sich mal bietet, warum kann ich denn jetzt nicht das Endoskop zum Beispiel als Bougie nutzen?
Und das war so die Motivation, wo ich mir dann gedacht habe, naja gut, dann überlegen wir uns da mal, was man machen kann. Und da ist ein großer Segen und das allererste, als ich damals eine Berufung auf eine Endoskopieprofessur nach Ulm hatte, ich habe mir mit Drittmittel einen 3D-Drucker gekauft. Und das ist ein Segen, 3D-Drucker. Das kann ich wirklich nur sagen, der bringt einem unglaublich weiter, weil sie nämlich mit einem 3D-Drucker Ideen, Konzepte rasch umsetzen. Und das war so das allererste Konzept, das war einfach so ein Kegel, den man hier so in den Instrumentierkanal reingesteckt hat, hier auf dem normalen Endoskop und hier auf dem Pädiaterendoskop, um sozusagen mit dem Endoskop zu bouchieren. Das Konzept war natürlich ein bisschen so, ne? Also einfach so eine Mütze aufsetzen und dann grimmig durch die Wand rasen, aber es war zumindest mal eine Idee. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt eine Idee habe, um ein Problem zu lösen, dann muss das ja auch irgendwie weiterkommen. Und es bringt einem ja nichts, man kann ja jetzt nicht diese behelfstechnischen Dinger, die man da so im 3D-Drucker gebaut hat, im Patienten einsetzen. Das heißt, die Frage ist jetzt, wie es weitergeht. Und das ist eigentlich fast noch die schwierigere Frage. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin mit diesem Konzept der Bougie-Kappe bin ich zu vielen Firmen gegangen. Und je größer die Firma ist, umso mehr können sie es vergessen. Die sagen dann alle, ja, ist hochinteressant. Und dann wird es nach USA in die Zentrale geschickt. Die sagen dann, ja, it's highly interesting. Aber im Endeffekt kommt gar nichts. Und da sind wir in Deutschland in der glücklichen Lage, dass wir hier auch so kleinere, innovative Unternehmen haben. Und dann müssen Sie sich einen Partner suchen. Und dann müssen Sie dem Partner eine Mütze schenken mit Ihrem Arbeitsgruppenlogo, vielleicht noch eine Tasse und noch einen Stift. Und dann ist der Partner überzeugt. Manchmal. Und dann kann aus der Idee letztendlich auch ein Produkt werden. Und das ist natürlich dann ein unglaublich, sage ich mal, schöner Moment, wenn tatsächlich dann dieses Produkt entsteht und dann letztendlich so hat es dann begonnen und vielleicht ist es dann eher sowas. Ne? Also es ist was Schönes draus geworden. Und dann ist es natürlich dann noch besser, wenn das andere noch bestätigen und wenn sie dann irgendwann noch, sag ich mal, auf dem Cover vom Gastrointestinal Endoscopy erscheinen, dann ist es was, was dann wirklich sagt, jetzt ist das angekommen. Das ist natürlich noch nicht die letzte Lösung, da gibt es immer noch Weiterentwicklungen, werde ich nachher noch dazukommen, aber es ist schon mindestens ein erster Schritt. Und wenn es dann läuft, dann läuft es vielleicht auch. Und dann kann man auch sagen, na gut, so ein ABC, so ein zusätzlicher Arbeitskanal ist ja banal. Das war auch das allererste, was wir damals aus dem 3D-Drucker gedruckt haben. Ne? Einfach so einen Schlauch genommen, den ans Endoskop geklebt und hier aus dem 3D-Drucker so eine Kappe gedruckt. Und es war eigentlich letztendlich schon das fertige Produkt. Und auch das hat letztendlich hier schon in gewisser Weise manchmal auch zu einer Vereinfachung geführt in dem, was wir in der Endoskopie machen, wenn nun Läsionen sind, wo ich hier in Inversion pylorusnah einfach nicht eine vernünftige ESD mache, dann kann mir das Ding ja schon manchmal helfen, dass ich hier noch einen Arbeitskanal habe, jetzt nicht ein Zweikanal-Endoskop, wo die dann nebeneinander sind, sondern wo die einen weiten Abstand haben, dass ich mir einfach hier ein bisschen mehr Sicherheitsabstand schaffe, chirurgisches Konzept, ja, Zug und Gegenzug, um entsprechend schneiden zu können. Ja, und dann haben wir noch so weitere Ideen gehabt, das kennen Sie auch, das ist dieser Excavator, da dachte ich mir einfach, mich hat das wahnsinnig genervt, furchtbar genervt, wenn eine Nekrosektomie war und man wirklich Stunden fast damit verbracht hat, irgendwie dieses Zeug da mit allen möglichen rauszuziehen, mit einer Zange, mit einer Schlinge, mit einem Körbchen und ich dachte, eigentlich braucht man hier letztendlich nur einen guten Sog und eine große Zange und das war dann dieses Konzept dieser Zange, die dann letztendlich auf das Endoskop draufgesteckt und der Arbeitskanal bleibt frei. Und ich kann nur sagen, wer dieses Ding benutzt, dem rate ich auch, hier auch wirklich eine Direktsaugung anzuschließen, weil das nämlich unglaublich hilfreich noch ist, dass ich eben durch den Arbeitskanal hier einen entsprechenden Sog ausüben kann, um dann hier diese Nekrosen, wie sie hier gezeigt werden, letztendlich auch entfernen zu können. Und dann ist es noch schöner, wenn dann letztendlich diese Produkte auch in irgendeiner Art und Weise ausgezeichnet worden sind. Und wir haben ja für diese Bougie-Kappe als auch für diesen OTSG-Excavator auch den Preis Innovation of the Year der Europäischen Fachgesellschaft bekommen. So viel zur Erfolgsstory. Es gibt aber auch andere Sachen. Das sind auch mal so ein paar Dinge, die wir mal so entwickelt haben. Das ist zum Beispiel so ein Trichter für eine Hämorrhoiden-Therapie mit APC, haben wir sogar mal eine klinische Studie gemacht. Leider hat es nicht so funktioniert, weil die Patienten dann einen Abszess bekommen haben, einer. Das war dann doch ein bisschen zu gewagt, aber unterm Strich, naja, das hat nicht so richtig funktioniert. Das ist so ein kleiner Nahtapparat, den ich mir mal ausgedacht habe, wo man tangential nähen kann, weil ich finde diese
gängigen Nahtapparate, da ist das, kommt man nicht tangential hin. Und hier wird mehr oder weniger so Art wie mit so einem Baudenzug, wird diese Nadel nach vorne geschoben und hier kann man tangential nähen. Hat es leider auch nicht zum Produkt gebracht. Das hier ist, finde ich, auch sehr schade. Das ist ein Konzept, wo Sie letztendlich eine endosonografische Punktion machen. Und wenn Sie sich mal überlegen, wenn Sie jetzt irgendwo ein Loch reinbohren wollen, machen Sie immer intuitiv eine Drehbewegung. Es ist so. Wenn Sie sagen, bohr mir mal mit dem Finger ein Loch in den Tisch, das geht nicht, aber keiner macht so, sondern jeder macht so. Ja, das gehört dazu, dass man eben eine Drehbewegung macht, um zusätzlich noch die Radialkräfte machen. Und ich habe hier einfach diesen Stempel hier gewechselt mit, Dankeschön, mit so einer Doppelhelix und dass man einfach, wenn man hier diesen Hebel nach vorne schiebt, dass vorne die Spitze das Drehen anfängt. War eigentlich ein schönes Konzept, haben wir auch publiziert, aber es war keine Firma daran interessiert. Highly interesting, but also auch das gibt es, man muss dann auch damit leben, dass Konzepte, wo man anfangen denkt, das ist jetzt wirklich wunderbar, dass die dann halt doch nicht umgesetzt werden oder vielleicht erst in, ich weiß nicht wann, umgesetzt werden. Und dann ist natürlich auch noch was, wenn Sie dann aber mal eine Innovation haben, hören Sie nicht damit auf, es gibt immer noch Verbesserungsbedarf. Ne? Dann kommt es nämlich dann, dass letztendlich das dann in die Praxis getestet werden muss. Dann müssen auch andere sagen, das taugt ja überhaupt nichts und diese blöde Ding, ich kaufe die nie mehr wieder, das funktioniert ja nicht. Also so ein Feedback braucht man auch, um letztendlich dann auch Platz für Verbesserungen zu haben. Und es gibt zum Beispiel dann Platz für Verbesserungen, dass man gesagt hat, naja, man braucht hier vielleicht noch eine Stufe dazwischen in der Kappe, man muss vielleicht hier noch ein Material haben, das flexibler ist, dass die Kappe nicht, weil jedes Endoskop hat auch einen unterschiedlichen Durchmesser, nicht kaputt geht oder zu schlapprig ist, sondern dass sich das hier besser anpasst und man muss vielleicht noch eine Markierung haben, dass man weiß, wo man jetzt ist. Es wird auch noch eine Weiterentwicklung von dem Arbeitskanal geben, es wird noch viele Weiterentwicklungen geben, manche Sachen darf ich auch nicht zeigen, auch aus Intellectual Property, wie es so schön heißt. Aber das ist, glaube ich, auch was ganz wichtig bei jeder Idee, bei jeder Innovation, dass man auch das Feedback bekommt, die Rückkopplung bekommt und zwar nicht nur die positive, sondern auch die negative, um dann entsprechend auch das Produkt bzw. das Konzept zu verbessern oder einfach auch vielleicht zu verwerfen und an was Neues zu denken. Ich darf also zusammenfassen. Fehler, Missstände, denke ich, sollte man als Inspiration auffassen, also nicht einfach den Kopf in den Sand stecken. Für mich war sicherlich dieses 3D-Druckverfahren essentiell, also dass Sie einfach innerhalb von einer halben Stunde, Stunde, zwei Stunden ein Konzept in etwas Anfassbares, fast schon Einsetzbares umsetzen können, das ist, glaube ich, sensationell und das hilft unglaublich dabei. Ja, der Kontakt zu Firmen, der ist oft frustrierend. Wie gesagt, je kleiner die Firmen, umso besser. Also man muss natürlich gucken, dass man den passenden Partner sucht, dass man auch eine gemeinsame Sprache sieht, dass auch die Firma sagt, das Commitment sagt, na gut, das setzen wir jetzt um, das machen wir jetzt einfach. Interessant, wir machen es jetzt. Und nicht nur irgendwie guckt, ja, die Verkaufszahlen sind noch so gut, wieso müssen wir jetzt was Neues riskieren, warum, es läuft doch alles wunderbar. Und Sie sind der Allererste, der mir irgendwie sagt, mit diesem Ding funktioniert das nicht. Das kennen Sie auch, wenn Sie sich irgendwo meiner Firma beschweren, heißt es immer, ja, Sie sind der Allererste, der mir das jetzt sagt. Das stimmt nicht, das sind Hunderte, die das Gleiche sagen. Glauben Sie es nicht. Dann ist natürlich das hier, wir haben ja schon über Weiterbildung gesagt, ich glaube, wir müssen auch bei unserem Nachwuchs so ein bisschen diesen MacGyver-Spirit, auch wenn es ihn inzwischen nicht mehr gibt, aber Sie wissen, was ich meine, weitergeben. Und last not least, bleiben Sie kritisch. Und ganz zum Schluss, wenn Sie noch mehr Interesse an einem Thema haben, darf ich auch noch ein bisschen auf unseren Podcast hinweisen. Genau dieses Thema, nämlich endoskopische Innovationen, Hindernisse und Perspektiven aus Sicht der Industrie, wird am nächsten Dienstag übertragen in dem Endo-Podcast auf allen Kanälen, Spotify, Apple und so weiter verfügbar. Vielen Dank.